Es läuft nicht so wirklich rund beim TSV 1860 München. Nachdem die Löwen gegen einen Fünftligisten aus dem Toto-Pokal ausgeschieden sind, liegen sie nach einer Derby-Niederlage gegen die Spielvereinigung Unterhaching nur auf dem 14. Tabellenplatz in der dritten Liga. Wir sind nicht zufrieden mit den Resultaten natürlich, aber ich glaube, dass die Mannschaft auch diese Spiele leistungsmäßig eigentlich gut gespielt hat. Also ist nicht so, dass wir jetzt schlechte Spiele gemacht haben in der Meisterschaft. Beim heutigen Training an der Grünwalder Straße haben sich nur vereinzelt Fans gezeigt. Grund dafür sind sicherlich die eisigen Temperaturen, aber auch die derzeitige Situation. Die Stimmung ist am Nullpunkt. Tatsächlich glaube ich wie noch nie. Also da war der Abstieg in die Regionalliga nicht so schlimm, wie die Stimmung gerade jetzt bei mir so ist. Eine Katastrophe, so wie das Wetter heute. Ich wünsche mir, dass wieder etwas bessere Zeit kommt. Am Sonntag spielen die 60er auswärts gegen die zweite Mannschaft von Borussia Dortmund. Die Dortmunder stehen derzeit einen Platz über den Löwen in der Tabelle. Die junge Garde von Dortmund spielt guten Fußball, hat sehr viel Qualität, individuelle Qualität natürlich, sind Talente. Eine positive Nachricht gibt es aber dann doch beim TSV. Bis auf den Stürmer Joel Zwart sind alle Spieler fit und einsatzbereit.